Meine Damen und Herren, in einer Welt, wo uns Frauen zu Kooperationen zwingen, sind wir gefangen und müssen gleich gegen Dawn kämpfen. Sie hat uns vor dem Dorf noch aufgesucht und uns geheilt und ich habe mich gefragt, Brudi, warum heilst du uns, wenn wir direkt neben dem Pokémon Center stehen? Tja, jetzt wissen wir's. Ich bin aufgeregt, ich weiß gar nicht, was Dawn bringen wird. Ich bin absolut überfordert, ich habe nicht mal eine Ahnung, dass hier ein Rivalenkampf kommt. Beim letzten Rivalenkampf, ja. Ne? Brauche ich auch gleich nicht sagen. Ah, perfekt, Digga. Amazing. Okay. Magic Guard. Was tue ich jetzt hier? Gehe ich einfach auf den Moonblast? Okay, die ist Level 44. Okay, die ist 4 Level unter uns. Das ist gut. Ist halt einfach wieder ein absoluter Killer, ne? Ich gehe direkt auf Moonblast. Weil der wird einen Shadow Ball haben. Und das macht genau Hälfte und gibt uns den Drop. Das heißt, wir haben gar keine Chance mehr, einen zweiten zu überleben. Aber ist okay. Jawohl! Spez Attack Drop. Okay. Jetzt gehen wir zu Shurl und Fake Outen. Oder? Und Fake Out wird töten. Oder gehen wir zuerst noch zu Chris Timber? Könnte wichtig sein, könnte aber auch sein, dass sie ein Panferno hat. Ich weiß nicht mehr, welchen Starter sie hatte. Okay. Bitte geh nicht auf Dazzling Gleam oder irgendwie sowas. Bitte geh jetzt einfach auf Shadow Ball again. Ja. Minus 1. Resistiert. Geil. Ja. Jetzt muss halt der Mogelhieb killen, ne? Weil wir outspeeden ohne Sonne nicht. Geil! Alakazam, du Drecksau! Ab ins Grab mit dir! Okay. Alter, 49 schon? Holy. Mmh. Okay. Wir müssen uns ein bisschen pushen hier. Ich fick die jetzt. Ich mach die jetzt weg. Shadow Ball. Bah. Ah, aber Playrap macht gar nichts, Digga. Ich sag dir, wie es ist. Oh, Crit. Geil. Schön, 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 schön. Ja, kann man auch mal critten, ne? Warum nicht? Ja, critten. Crit or no crit. Kann auch einfach mal critten. Memo Swine ist ultra gefährlich, Alter. Das Problem ist, Memo Swines haben sehr gerne mal einen Fokusgurt. Und ich, mein Flammenwurf wird nach dem Flashfire auf jeden Fall killen. Aber wir spielen blind. Und ich weiß nicht, ob das Ding einen Fokusgurt hat. Wir outspeeden auch mit Redlam. Okay. Er wird auf jeden Fall für einen Earthquake gehen. Das heißt, wir gehen zuerst zu Shurl. Er geht nicht für eine Eisattacke. Er wäre super dumm, wenn er für eine Eisattacke geht. Da kommt das Earthquake. Okay. Wir haben die Leftovers. Wir Mogelhieben. Für den Fokusgurt. Und für den Recover. Jetzt ist die Frage. Theoretisch auch speed ich Memo. Aber ich weiß nicht, ob ein Leaf Blade killt. Mehr als doppelt so stark. Stab. Unsehr effektiv. Müsste killen. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe ein bisschen Schiss. Wir gehen zu Iggy. Iggy, die geile kleine Maus. Oh ja. So. Die nimmt auf jeden Fall einen Earthquake.
Ich gehe auf Aquajet, weil Mammoth Swine wird uns, glaube ich, outspeeden. Ah, ich könnte Drain punchen. Ich gehe auf Drain Punch. Wir outspeeden ihn. Okay, nevermind. Alles gut. Nevermind. Ja gut, wir sind 49 halt, ne? Ey, was soll ich euch sagen? Wir waren auf Level Cap und dann haben wir die ganzen schweren Trainer machen wollen. Und jetzt sind wir halt wieder irgendwie, I don't know. Du hast einen Donnerschlag. Und du bist ein richtiges Ohrschloch, Alter. Ey, uns fehlt wirklich so ein physischer Tanker, ne? Weil die hat Rauflust, die Sau. Stärke? Okay. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Lass dich hier stehen. Mit deinem dummen Hasen. C. Okay. Heal-Puls? Nee. Clefable. Okay, Clefable ist ein Feenmon. Kann Donnerblitz, kann Moonblast. Wird immunisiert und resistiert von Chris Timber. Chris Timber! I'm yelling Chris Timber. So. Kein Spez Attack Drop. Das ist sehr freundlich von dir. Und jetzt geht's ab. Die Frage ist... Ich glaube, ich gehe mal auf Stealth Rocks. Weil das letzte Pokémon ist halt ein Starter, probably, und ein Panferno mit einem Focus Sash wird mich halt wieder mies abfangen, ne? Earth Power kann Sperr-Death Drops verursachen. Das kann burnen. Aber wenn die Magic Ding hat, Magic Guard, dann wird der Burn nichts machen. Wir bräuchten halt mal einen Crit, ne? Jetzt wär ein Crit halt mal schön. Jetzt würde ein Crit auch tatsächlich mal mattern. Ja, und in der Sonne regeneriert sie halt mehr, ne? Aber wir machen halt auch mehr Schaden in der Sonne. Stallen wir jetzt einfach die Sonnenrunden aus und... Oder kriege ich mal einen Crit, oder... Kriege ich einen Crit? Hallo, hör auf zu stallen jetzt! Die will einfach, dass das, dass die Kollabo noch viel länger geht, ey. So, aber die hat wahrscheinlich... Nein? Okay, interessant. Dann hat die was anderes. Okay. Kriegen wir einen Omni-Boost? Ich will es wissen, ja. Nope. Sunlight faded. Perfekt. Jetzt überlebt die blöde Kuh leider noch mehr. Ich glaube, die ist immer auf Psychic gegangen, ha? Wir könnten theoretisch mit Shurl rein. Dann Fake-Outen und dann maybe Leafbladen. Aber ehrlich gesagt...
mit dem Burn. Ah. Okay, wait a minute. Jetzt müsste ich wissen, was für ein Starter sie hatte. Weil jetzt kann ich rauswechseln. Egal, wir gehen sowieso zu Schurl. Schurli, der ist einfach. Hey, mein Freund, was geht? Nee, warte mal. Panferno hatte Basti der Spasti. Das haben wir ja gerade gesehen. Ja, Fakeout wird eh killen. Und wenn nicht, dann haben wir noch eine Runde mehr Recovery. Okay. Das heißt, Empoleon. Shelterer hatten wir. Ah ja. Okay, du kannst eine Eisattacke haben, die ist aber nicht Stab. Ich gehe mal auf Snarl. Einfach um ein bisschen den Kollegen hier zu nerven. Flash Cannon. Digga. Absolut kein Problem. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Ah. Ja, jetzt kommt er irgendwie noch mit einem Eisbeam raus, ne? Ich sehe es schon. Ich sehe das schon. Ein-, zweimal Flash-Cannon, um den Spätstaff-Drop zu bekommen. Und dann geht er auf Eisbeam. Der Dreckige. Du... Squall. Squall it is. Hey, Squall it is. Mach den jetzt mal weg. So, Fake Out. Very good. Und dann Drain Punch. Sehr stark. Ja, sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr stark. Alter, heute ist die Session. Ich glaube, heute ist die Session, Freunde, wo wir richtig gut Progress machen und wo es einfach mal läuft, ey. Das muss man auch mal appreciaten. Krass, Sefi, Alter. Wow, du siehst so gut aus neuerdings. Na, hast du nicht mal Bock? Oh, ich habe gesehen, dass Cynthia deine Bilder auf Instagram geliked hat. Bist du jetzt etwa mit Cynthia dicke? Kannst du da mal irgendwie was klar machen? So. Ab ins Pokécenter. Okay. Let's see your Pokémon. It clearly likes you. You can have this great ball. Wow, danke für den Superball. Du hässlicher. Das ist wieder der Kollege. Na gut. Okay, na gut, Mann. Oh. Ah. Früher, da gab es sowas wie Social Media nicht. Da mussten wir noch richtig Werbung machen für unser Geschäft. Weißt du, ich bin durch die Straßen gezogen und hab gesagt, frischen Fischkutter, frischen Fischkutter. Was? Ob wir Lebensmittel verkauft haben? Nee. Wie kommst du da drauf? Ach du meine Fresse. Hey, weißt du, was sie sagen? Dass Likes uns zu besseren Menschen machen. Was ist denn los? Auf deinem Schoß, da ist ein Ei. Was ist mit diesen Menschen hier in dieser Region? Die sind alle irgendwie plemplem, ey. Geier nach Likes hier. Willst du einen Fleckmann-Schwanz haben? 1 Million. Mein Schwanz? Oh, nee, der ist nicht ansatzweise so teuer. Tierquälerei! Schwanz oder Ei? Man weiß es nicht, man, yeah. Wise Glasses. Okay, da, die haben wir schon. Tatsächlich.
Oh, Choicebex ist insane. Gibt er uns alle Brillen? Er gibt uns alle Brillen. Okay. So, wir holen uns mal noch ein paar Hyper Potions, weil wir echt viel gebraucht haben jetzt die letzte Zeit. Full Heal. Yeah. Okay, was macht der Mann da hinten? Ich kann sie gar nicht sehen. Die Kasse ist zu groß. Kann ich irgendwas für sie tun? Ah, der gibt uns die Steine. Gut. Okay. I don't care, yeah. Okay. Da ist das Haus. Howdy! Na, hast du Bock auf irgendwie Geschichte? Ist es Geschichte oder dein Gesicht? Ich weiß es nicht. Du bist auf jeden Fall der hässlichste Mann mit deinen Sandalen, ey. Okay, die haben uns alle nichts mehr zu sagen, alle nichts mehr zu geben. Im Übrigen, Leute, seit letzter Folge ist die Nuzlocke wieder komplett blind. Ich habe absolut keine Ahnung, was wo kommt. Welche Pokémon und so weiter. Dementsprechend werden wir jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger spielen müssen. Damit wir nicht richtig böse reinscheißen, Alter. Und natürlich auch wieder viel erkunden. Aber irgendwie kriegen wir nichts von hier. Wo müssen wir? Wo muss ich hin? Ah, okay. Tatsächlich muss ich hier runter. Aber, Moment, bevor ich jetzt in den... Da kommt halt gleich Cyrus raus, ne? Oder muss ich zuerst noch gegen den kämpfen? Ich weiß nicht mehr wo. Weil, dann würde ich schon noch meine Pokémon anpassen. Was hat Cyrus? Cyrus hat viele... Hat einen X-Bart auf jeden Fall, oder? Cyrus hat einen Snibunna. Da machen wir halt keine gute Dingens hier. Boah, schwierig, ey, schwierig. Wollen wir... Die Choicebacks. Ja, wobei, dann ist Wish und alles gar nichts mehr, ne? Nee, da brauche ich mehr Coverage. Okay, ich rede jetzt mal mit diesem Affen. Was? Oh, diese Stadt ist krass, Alter. Ja, hier gibt's so alte Bauten und so. Die sind alle denkmalgeschützt. Perfekt für uns, damit wir sie beschmieren können, was? Oh. Du willst mit mir ficken, ha? Huh? Im übertragenen Sinne? Tja, dann werde ich dir mal die Leviten lesen. Ich glaube, der war auch ziemlich stark, ha? Huh? Hundemon. Okay. Okay. Wir sind schneller. Das haben wir jetzt schon mal gesehen, weil unsere Fähigkeit zuerst getriggert ist. 6 Level drüber. Okay. Vielleicht killt der Moonblast einfach. Ja. Houndoom ist leider nicht sehr gut in den defensiven Werten. Beedrill. Wow. Theoretisch könnte ich den umbringen, aber lass lieber mal zu Redlim. Kann Schlagbohrer. Er kann Schlagbohrer. Das ist gefährlich. Endeavor. Oh mein Gott, okay. Ja, die Notsituation haben wir gut umschifft. Ja, und speeden. Extrasensory wird ihn killen. Easy. Easy, easy, easy. Okay. Oh, scheiße, Alter. Warum kommst du uns immer in die Quere? Wir wollen doch nur ein paar alte Gemäuer besudeln. Um auf unseren Protest aufmerksam zu machen. Du weißt Bescheid. Und jetzt kommt die Oma.
Oh, du warst der Trainer, die mich über den Fischkutter geredet haben, nicht wahr? Ja, ja, gut, mein altes Geschäft. Aber, weißt du was? Die komischen Kinder hier sind alle weird. Die malen irgendwie die Gemäuer an und so. Graffiti nennen sie es. Ganz komisches Gedöns. Ah, wir haben jetzt... Ah, stimmt, wir haben den Anhänger ihr gegeben. Okay. Ja gut, sie will, dass wir die Ruinen erforschen. Ich weiß aber ganz genau, dass Cyrus da drin ist. Bevor wir Cyrus herausfordern, will ich doch noch ein paar Pokémon holen, denn es gibt noch das ein oder... Warte mal, kann ich jetzt fliegen? Ich habe doch... Ich habe safe ein Pokémon, was fliegen kann. Es gibt das ein oder andere Mon, was ich vielleicht mitnehmen wollen würde in den Kampf. Und sowas wie ein Kapilz zum Beispiel ist unfassbar gut mit der Pilzspore etc. Wait a minute. Kann man irgendwie nicht... Können wir nicht irgendwie... Muss ich die TM ausrüsten? Wo fliegen wir? Da. Okay, ja, komm, gegen Aerial Ace. Karpilz ist halt super, ne, weil der Tempo-Heap hat. Und das trifft Snibuna vierfach effektiv. Und wenn wir Tarnsteine legen, können wir Snibuna zum Beispiel direkt rausnehmen. Warum? Wie setze ich fucking TMs ein? Oh, kann einfach so fliegen. Oh, ich bin so ein Dulli. Well. Okay. Das war hier war Dingens, genau. Und ich glaube, hier war... Alter, wie wir einfach einen Staraptor bekommen. Oh. Nope, das war nicht hier, sondern hier. Nebst Jubelstadt. Genau, weil dann kann ich die bis zur nächsten Folge noch hochtrainieren, wenn wir sie kommen. Der wollte Sinelbeeren, ne? Oh, stimmt, das war... Wait a minute, wo habe ich denn mein... Wo habe ich mein Shroomish bekommen? Wo habe ich mein Kapilz bekommen im letzten Run? War das ein Wiesen-Encounter? Oh, shit. Well, okay, dann haben wir jetzt eine weitere Wunschquest gemacht. Schätze ich. Okay. 209, genau, das ist hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil irgendwo gab es diesen blöden Stein und Shoto hat mir in der Liste aufgeschrieben, wo der ist. So, okay. Genau, dann haben wir noch einen Static Encounter mit Driftlon an Freitag. Das ist morgen leider erst. Genau, das Knilz auf 203. Genau, das war gar kein Knilz, sondern fucking Mew. Genau, Static Encounter, Valley Windworks am Freitag, glaube ich, ist das immer. Dann haben wir Krüppuk mit der Odd Keystone from a man on Route 208 in Twinleaf Town. Route 208. Oh. 207, Mount Coronet. 208. The Odd Keystone from a man on... Okay. Hier soll der sein. Ey, Krüppuk ist halt ein interessantes Mon, ne? Krüppuk ist eines der bulkigeren und interessanteren Unlicht-Pokémon.
Aber... Jetzt bin ich auf 208. Wer gibt mir den Ort Keystone? Wer soll das sein? Wer soll das sein? Da steht leider nicht, welcher Mann das ist. Na gut, ich mach kurz einen Cut und wir sehen uns, wenn ich den Keystone gefunden habe, I guess. Well, ich habe ihn gefunden. Das ist der Typ, der hier unten in den Gräsern rumlungert. Ich wusste nicht mal, dass ich den... Ich dachte, den muss man besiegen oder so. Na gut, dann haben wir jetzt den Ort Keystone, können Krypok holen und eine Sache haben wir auch noch vergessen. Das ist hier, ne? Wir haben nämlich das Manaphy-Ei gar nicht geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Manaphy jemals verwenden werden, weil ich persönlich Manaphy nicht ganz so cool finde, um ehrlich zu sein. Also ich mag das Pokémon an sich und ich mag das Ei, dass es ein besonderes Ei hat. Und es hat auch eine relativ einzigartige Fähigkeit oder eine Attacke mit Schweifglanz, die sehr stark ist. Aber alles in allem finde ich Manaphy nicht so cool. Wir haben immer noch keinen Surfer, ne? Das ist unfassbar. Unfassbar. Aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Weil, ja. Es ist halt ein Manaphy. Ja, wir haben die Belohnung nicht mal geholt, ne? Krass. Okay. Und hat er sonst noch irgendwie was gegeben? Nein. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt weg. Yeah. Genau. Hier unten war der Krypokstein. Ich eh alle schon besiegt, glaube ich. Fuck. Die habe ich nicht besiegt. Howdy ho, hi there. Na gut. Wie viele Mons? 2. Okay, das ist in Ordnung. Riding my Ponyta. Okay. Ich muss mir kurz überlegen, wie ich Krypok überhaupt fange, weil Krypok wird auch underleveled sein und Krypok ist, glaube ich, nicht so einfach zu fangen, ha? Mit Mogelhieb werde ich den nicht schwächen können, weil der ein Geist ist. Eins der wenigen Geist-Unlicht-Mons. Und Trugschlag bringt Onyx. Wie fange ich das Ding? Habe ich noch irgendeinen Mon, was... Ich meine, ich könnte das Ding toxiken im schlimmsten Fall, ha? Huh? Oder verbrennen. Verbrennen. Ich glaube, verbrennen ist besser. Wir verbrennen das. Change Moves. Will-O-Wisp. Gegen Call Mind. Call Mind Wish haben wir nie eingesetzt, ne? Das ist echt, Gardevoir ist eigentlich schon so ein Wahlglas-User. Insbesondere mit der Fähigkeit, wo man eh immer wieder rauswechseln will und so. Aber wir haben halt keinen Donnerblitz und so, ne? Na gut. Dann setzen wir den Ort Keystone auf und ab geht's. Ja, das Pokémon, es ist nicht umsonst in Cynthias Team, ha? Cursed Body. Man darf dieses Ding nicht unterschätzen, ey. Alright, schade. Hätte ja klappen können. Oh. Shit. Das ist schlecht, Mann. Was mache ich denn nur?
zünd an deiner Schnur. Oh my goodness. Oh. Ein Crit, ja, perfekt. Und ein Spätzle-Drop. Ey, ich bin einfach mad, ne? Das macht mich einfach sauer, sowas. So eine Scheiße, Alter. Ja, bleib jetzt bitte drin. Du Arsch. Schnibbidi schnabbidi. Geil. Okay. Und damit haben wir alle Pokémon abgearbeitet. Leider haben wir jetzt keine... Ist das eine Giefe? Leider haben wir jetzt keine Dingens bekommen. Das ist ein bisschen Schmutz, ehrlich gesagt. Wait a minute. Er kann halt nur die spezielle Variante, ne? Low Sweep Earthquake. Protect Bulk Up. Reverse Focus Punch. Er kann eine Prio, eine Kampf-Prio, aber die ist halt speziell. Und boah, wir haben 37 Spez Attack. Das bringt so gar nichts. Ich glaube, das überlebt sogar ein Nibona, was vierfach effektiv Stab gekillt, nicht gekillt wird, ne? Ja. Der hat leider keinen Patronenhieb und leider kein Dingens. Das ist echt ein bisschen. Oh. Nevermind, der hat Bullet Punch. Ist halt nicht vierfach dann. Er hat den Mag Punch. Hä? Wie? Ich hab den nicht gesehen. Okay. Alles klar. Fake Out Mag Punch. Oder? Easy. Ja, dann brauchen wir den anderen Lachs gar nicht. Lass ich Thunder Punch drin? Wahrscheinlich, ne? Power Up Punch ist zwar cool, aber... Aber den können wir später auch noch nehmen. Fake Out ist schon gut. Ja, let's go. Okay, nee, dann halb so wild, halb so wild. Alles gut, Freunde, alles gut. Na gut, okay. Dann werde ich mich jetzt nochmal vorbereiten und nochmal übers Team drüber blicken, ob wir auch alles haben, ob alle Attacken richtig sind, ob wir noch Fähigkeiten anpassen können, ob mir noch irgendwas einfällt, ein anderes Pokémon mitzunehmen, weil wir haben doch noch andere Pokémon. Gerade, oh, was wird er haben? Snibuna X-Bart, ne? Snibuna X-Bart, wir haben halt noch nie gegen Cyrus gekämpft hier. Er kann halt alles haben. Ja, auf jeden Fall, Freunde, checkt Sefi Clips aus, checkt Gameboy, checkt Sefi, checkt Twitch, checkt Insta, checkt mein Arschloch. Ey, wenn man schon auf Social Media Influencer macht in der Naslock, dann muss man das auch ein bisschen ausnutzen, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge.